Die ewige Illusion. Guten Morgen. Wir werden geboren und bevor wir uns dessen wirklich bewusst werden, werden wir schon konditioniert. Wir konnten uns nicht frei entwickeln, weil wir uns selber noch gar nicht als Ich erkannt haben. Dir werden im Laufe der Zeit immer mehr Ideen und Wünsche in deinen Kopf gepflanzt und du erreichst Ziele, die dir von der Gesellschaft als erstrebenswert suggeriert werden. Du freust dich, wenn du dich zu freuen gelernt hast, und du leidest dann, wenn du gelernt hast, dass es an der Zeit ist zu leiden. Es gibt nur wenig echte Freude und wenig echtes Leid. Zu den zwei Ebenen des Leids hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, das tangiert die Thematik auch ganz gut. Alles was wir wissen ist nicht unser Wissen, sondern das Wissen vergangener Generationen und der aktuellen Gesellschaft, wozu unsere Familie auch zählt. Wir wissen nichts. Wir sind nur ein Trägermedium und reproduzieren, was auch durchaus Sinn macht, um ja, dass das Wissen, wie man zum Beispiel ein Feuer anmacht, nicht verloren geht. Aber das, was uns an Informationen aufgeschrieben wurde, das sind nicht wir. Das nicht zu erkennen ist Ignoranz. Wir sind nicht das Wissen und wir sind auch nicht der Denker, der das Wissen katalogisiert und bei Bedarf nutzt. Aber wir handeln so, als wären wir das Wissen, als hätten wir eine eigene Meinung, aber das haben wir nicht. Wir streiten um Recht und Unrecht, als ob es dabei um uns geht. Dabei geht es lediglich um Wissen. Also diese Informationen, die uns seit Geburt infiltriert werden, die uns gegeben werden. Wissen ist das, was in unserem Kopf abgeht, wenn wir darüber nachdenken, wie eine Situation in irgendeiner Weise zu bewerten ist. Wissen ist nicht emotional. Aber wenn Wissen emotional wird, also wenn sich zwei Menschen um Wissen so sehr streiten, dass sie laut werden und einander überschreien wollen, dann identifizieren sich diese Menschen mit dem Wissen, obwohl sie es gar nicht sein können. Als Baby hat man nichts gewusst und man war sich nicht bewusst, aber man war trotzdem schon da. Wer ist denn das, der da gewesen ist, wenn es nicht der Denker prall gefüllt mit Wissen gewesen ist? Das warst auch schon du. Da warst du noch du. Du hast geschrien. Zum Beispiel wenn dir die Hand kaputt gegangen ist, also wenn jemand drauf getreten ist oder so. Und du hast gelacht und du warst zufrieden, wenn du die Liebe der Eltern gespürt hast. Heute, da lachst du über einen Witz, der überhaupt keine echte Substanz hat, sondern der lediglich dem Denken entsprungen ist, dem Wissen. Daran ist nichts schlimm. Es ist lediglich der Verlust seiner selbst in diesem Moment. Wenn du einen Film schaust, wenn du diskutierst, das bist alles nicht du. Das ist die Pflege des gesellschaftlichen Wissens. Du bist du, wenn du isst. Du bist du, wenn du kackst. Und du bist du, wenn du dich in Zärtlichkeiten mit deinem Partner verlierst. Dann bist du du. Kannst du dich daran erinnern, wenn du in einer Tätigkeit, egal ob das zärtliche Berührung unter Liebenden oder einer alltäglichen Arbeit ist, wenn du dich darin verloren hast, dass du dann irgendwo ein Problem gespürt hast, in diesem Moment, wo du dich in irgendeiner Tätigkeit verloren hast, dass du da irgendwo ein Problem gespürt hast, wirklich in diesem Moment, mit Sicherheit nicht, denn dann bist du du gewesen und wenn du du bist, dann gibt es keine Probleme. Nur wenn du die Bibliothek des Wissens der Menschheit wieder gebrauchst, um Dinge neu zu ordnen oder neu zu beschriften, also wenn du denkst, dann kommt es zu Problemen. Warum? Weil das Wissen der Menschheit sich immer weiterentwickelt und nur ein Narr würde behaupten, dass er etwas mit Sicherheit weiß. Das Problem ist, dass die meisten Menschen Narren sind und ja, dann regelmäßig ins Strudeln geraten und Leid erzeugen, wo überhaupt kein Leid ist. Das beginnt mit der Definition des Ichs. Man sieht sich abgegrenzt von der Umwelt. Und selbst jetzt, wenn die Physik herausgefunden hat, dass es so gut wie keine feste Materie, keine Abgegrenztheit gibt, dass
quasi alles in Interaktion miteinander ist, ist man davon überzeugt und grenzt sich ab. Schaut Euch nur um. Nur Narren, die denken, sie selbst existieren losgelöst von allen. Entsprechend gibt es Probleme und das viele künstliche Leid. Ich habe einen riesigen fetten Sumo-Ringer nach einer Niederlage in einem Kampf weinen sehen. Schade um das viele Fett. Wen interessiert schon Sieg oder Niederlage? Wenn du verlierst, dann verliere einfach. Aber denk dir nicht darüber nach. Wenn du Wissen mit dem Denken arbeiten möchtest, so wie ich das täglich tue, oder Wissen gebrauchst, dann versuche ganz klar zu erkennen, dass dieses Wissen, dieses Denken, dass das nicht du bist und es keinen Grund gibt zu denken oder zu fühlen, du bist oder du seist das Wissen. Und du kannst auch Emotionen gewähren oder sogar in deinem Leben einsetzen. Du musst keine gleichmütige Fassade aufsetzen, auch wenn das eventuell hilft. Aber sei dir dessen bewusst, was du bist und was Wissen ist. Und unterscheide zwischen wahrem Sein und dem, was du denkst. Du kannst ganz laut und engagiert einen Standpunkt vertreten. Wenn du der Meinung bist, dass dies das Wissen fördert, das gesellschaftliche Wissen. Du nutzt Informationen über Emotionen als ein Akt des Denkens, aber du bist nicht dein Denken und entsprechend auch nicht diese unechten Emotionen. Also Sein oder Nichtsein hat nichts mit Emotionen zu tun oder mit der Bewertung der Handlung als solchen, sondern die Art und Weise, wie du handelst. Natürliche Emotionen, losgelöst von erlerntem Wissen, das ist echtes Sein. Handlungen ohne Denken, das ist echtes Sein. Keine Abgegrenztheit zu spüren, sondern im Fluss zu agieren, das ist Sein. Und dann bist du du. Denn du bist Sein. Und wenn du ein Leben in Zufriedenheit und in Harmonie leben willst, dann ist das Schlimmste, was du tun kannst, zu versuchen, in Zufriedenheit und Harmonie zu leben. Dies zu erdenken, was damit assoziiert ist und wie man das erreichen kann. Wenn du hingegen bist und nur das tust, was du tust, dann bist du du. Und dann hast du dein Ziel erreicht. Oder wie die Zen-Buddhisten sagen, wenn du stirbst, dann stirb einfach.